Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zum Thema Autodrive. Eine neue Funktion, die ich sehr genial finde. Und zwar, wenn wir hier im Abholen- und Liefern-Modus sind, beziehungsweise es geht auch im Getreide-Abholen-, Getreide-Verkaufs-Drescher-Abfahren-Modus. Überall, wo ich hier vorne so ein Ladesymbol oder Abladesymbol für einen Anhänger habe. In dem Fall sage ich jetzt einfach Abholen und Liefern. Wenn ich hier jetzt draufklicke mit der linken Maustaste auf den Anhänger, dann wird er grün. Was bedeutet das und was steckt da für eine Funktion dahinter? Das bedeutet, dass mein Abfahrer jetzt automatisch schaut, bei allen Stationen, wo es das Getreideweizen, was ich hier gerne abholen möchte, gibt, wo gibt es das zum günstigsten Preis? Normalerweise müsstet ihr hier reinschauen und Weizen. Und dann seht ihr, okay, aktuell ist bei Goldcrest Valley der Preis am höchsten und bei Getreidemühle am niedrigsten. So. Diesen niedrigsten Preis ermittelt er jetzt und er fährt dann automatisch zur Getreidemühle. Ihr müsst nicht angeben, wo er hinfahren soll, sondern selbst wenn da was drinsteht, wenn der grün ist, dann fährt er dahin, wo es am günstigsten zum Einkaufen ist. Wenn ihr das dann verkaufen möchtet, weil ihr selber geerntet habt oder von eurem Silo wohin fahren möchtet, macht ihr links, linke Maustaste, klickt da drauf, dann sucht er die Station, wo man am meisten für den Weizen bekommt. Wäre in dem Fall dann hier Goldcrest Valley und dort liefert er den Weizen dann ab. Das heißt, ihr müsst nicht mehr hier reinschauen, wo schicke ich denn jetzt hin und vielleicht übersehe ich jetzt sogar irgendwie, wenn da noch mehr Stationen drin stehen, übersehe ich die günstigste Station oder der Preis ändert sich kurzfristig. Ja, er macht es für euch, er rechnet es für euch und er fährt dahin, wo ihr den Bash-Preis bekommt. Sowohl Einkauf als auch Verkauf. Finde ich eine sehr, sehr geniale Funktion und ich dachte, die muss ich euch vorstellen. Ja, alles in allem hoffe ich, euch hat der Tipp genutzt. Falls ja, lasst gerne ein Like da und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.